Moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Ocarina of Time auf 100%. Ja ihr Lieben, das Finale vom Feuertempel hoffe ich doch jetzt endlich. Wir haben es endlich geschafft, wir haben den Stahlhammer bekommen, nachdem euer Drake kurz vorm Ausrasten stand und das im wahrsten Sinne des Wortes und verdient, muss man noch dazu sagen. Und ihr seht schon, meine Energieleiste ist aufgefüllt, was ganz einfach daran liegt, ich habe Pause gemacht, habe das Spiel laufen lassen und nicht gesehen, dass da noch Fledertaschen durch die Gegend geflattert sind, die mich natürlich irgendwann mal gekillt haben. Ganz toll, ne? Wundervoll. So, aber egal, wir haben ein neues Spielzeug und zwar den Stahlhammer. Yeah, ein bisschen klein, aber egal. Solange er schön Wumms hinter hat, ist alles perfekto. So, und nun wird's Zeit, dass wir mal gucken, was wir mit diesem hübschen kleinen Hammer alles anstellen können. Und ich gehe bestimmt nicht unten lang, wo die Felskugel ist. So. Ich habe da nämlich vorhin was gesehen. Und zwar das Teil hier. Was das wohl ist? Schauen wir mal. Rums. Und da geht's abwärts. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Okay. Eine Statue. Weg da. Nochmal, weg da! Ey, Leute, das macht Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Verpisst euch! Ihr habt mich vorhin schon gekillt. So, jetzt krieg ich ein neues Herz. Kisten, die man richtig schön zertrümmern kann. Vorausgesetzt, man trifft. Okay. Abgesehen von Fledertaschen. Gibt's hier nichts? Weg mit euch! Mistviecher! So, tschüss. Ja, Leute, ich muss mir auf jeden Fall gleich nochmal eine neue Fee besorgen. So viel ist schon mal klar. Weil eine Fee ist jetzt natürlich logischerweise futsch. Okay. Okay. Da geht's ja runter. Und der Schalter ist blau. Was das wohl zu bedeuten hat? Die Tür. Aha, okay. Ey, du sollst da nicht drauflatschen, du sollst da runtergehen. Sag jetzt nicht, ich muss da irgendwas draufstellen. Tatsache, ich werde da was draufstellen müssen. Und jetzt habe ich die Kisten natürlich kaputt gemacht. Ich hält. Natürlich, ich sehe was, was man zerstören kann und schwupps, Drake muss es auch zerstören. So typisch meine Logik. Jetzt verstehe ich, was Sunny manchmal meint mit von wegen, du kriegst ein Spielzeug und hältst dich nicht an meine Anweisungen, sondern machst einfach irgendwas. Ja, ja. So ist das, Leute, so ist das. So, jetzt kommst du aber trotzdem mit. Immerhin ist die Treppe ja trotzdem da. Dam, da, dam, da, dam, da, dam. So, mach die Tür auf. Und nix sie weg, bevor die kleinen Flattermänner angeflogen kommen. Okay, hier geht's wohl offenbar nach unten. Eben gucken. Skulltoner oder so? Nö, sieht nicht danach aus. Und rums! Und abwärts! So, jetzt sind wir hier wieder in den Raum. Ein was willst du? Der Schalter sieht verrostet aus. Ach nee, was du nicht sagst, das hätte ich auch von selbst rausgefunden. So, Tür ist offen. Was es hier wohl gibt. Ein Zeitfelsen. Das sieht mir nicht danach aus, als ob ich da runterfallen sollte, deswegen... Ocarina der Zeit geholt. Machen wir mal die Bombe weg. Nee. Düm, 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 düm. Steht er mir jetzt genau vor der Nase oder was? Ach, da ist der Felsen. Wie nett. Wie nett von ihm. So. Und rums. Schalter ist offen und der nächste Krone ist frei. Wundervoll. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür vertraue ich dir etwas an.
In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goron kannst du auch dieses Problem lösen. Ja. Ich meine, jetzt haben wir ein neues Spielzeug. Jetzt haben wir ja auch ein neues Spielzeug. So. Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal zum Eingang, oder was meint ihr? Dann gehen wir doch mal zum Eingang. Und der Weg dürfte ja nicht allzu schwer dahin zurückzufinden sein. Flamme. So viel zum Thema. Ich lasse mich nicht von diesen Wänden verarschen. So viel zum Thema. So. Obwohl, mal gucken, ob ich es mir einfacher machen kann. Na, komm her. So. Ich meine, warum soll ich mir diesen langen, qualenvollen Weg gehen, wenn ich mich nicht auch einfach hin teleportieren kann? Ich weiß, Cheating! Woo! Aber ganz ehrlich, wozu habe ich das Lied? Außerdem habe ich jetzt genügend Herzen dort gelassen. Jetzt so langsam möchte ich gerne den Tempel auch mal beenden können. Und dementsprechend... Weg damit. Dementsprechend machen wir das halt so. Genau. Hör auf zu schreien. So. Und wieder einmal sind wir im Feuertempel. Wunderschön. Ist er nicht toll? Ich mag ihn echt. Weg da. Drecks. Ledertasche, komm her! Diese Biester, Leute! Ich sag's euch, diese Biester! Ja, jetzt bist du nicht mehr so groß, wa? Blödes Vieh! Weg da! Oh, tschüss! So, jetzt kommen wir hier auch endlich durch. Selbst schuld! Magie wieder und du gehst ebenfalls sterben. Und was dich betrifft, Freundchen, hab ich dir erlaubt abzuhauen? Nein, ich hab dir nur erlaubt zu sterben. So. Wo ist die Fledertasche? Erstmal machen wir dich platt. Oh, diese Biester, Leute, diese Biester. Ich sag's euch. Jetzt mal, wie viele von euch gibt's denn hier? So, du bist jetzt auch Geschichte. Oh Mann, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mach drei Kreuze, wenn der Tempel endlich... Oh Gott. Ja, kommt her. Diese hübschen... Da ist eine Skulltula. Da ist eine letzte Skulltula. Ich meine, ich weiß, dass es hier noch eine gibt, aber die kann ich mir noch nicht besorgen. Ja, da muss ich euch sagen, die gute Sunny hat einen klitzekleinen Fehler gemacht, der ihr leider erst aufgefallen ist, als ich sie mal darauf hingewiesen habe, dass ich hier irgendwie keine Skulltula da oben gefunden habe. Weil in dem Raum, wo der Stahlhammer ist, sollte sich wohl angeblich auch eine befinden. Und dabei ist es die Geschichte mit der Vogelscheuche. Ja, kann ich aber wie gesagt noch nicht machen. So, komm her. So, jetzt haben wir auch hier die vorerst letzte Skulltula. Ich werde hier später nochmal hinkommen müssen, ob ich will oder nicht. Was haben wir jetzt hier? Oh, ne, nicht schon wieder so einer. Ja, mal gucken, ob ich jetzt diesmal dazu gelernt habe. Natürlich habe ich es nicht. So. Diesmal mache ich es nach einfach. Oder auch nicht. Ja, komm her. Autsch, das tat weh.
Zick hier nicht rum. Ja, schön im Auge behalten, Leute. Schön im Auge behalten. Du entkommst mir dieses Mal nicht, Freundchen. Ja, ja. Setz dich nur in Brand. Ist ja nicht so, dass Draken was gegen kleine Feuerteufel hat. Irgendwie verarscht mich hier der Kleine. So. Boom, Baby. Geschichte. Geschichte ist er. Und da ist eine Kiste. Was da wohl drin ist? Bestimmt wieder nur so ein kleiner Schlüssel, ne? Oh, Bomben. Okay, gut. Okay, das hat jetzt... Moment, hier sind zwei Türen, die... Okay, durch die bin ich gekommen. Dann gehen wir mal durch diese hier. Ein Gorone! Hey, du sollst eigentlich... Rums, so, geht doch! Geht doch, geht doch! Und hier ist der Masterschlüssel drin, Leute! Das heißt Boss-Time! Endlich! Endlich ist ein Ende in Sicht! Der Masterschlüssel, jetzt kannst du endlich jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Die Qualen haben ein Ende, bla bla bla. Ah, sicher hat Darunia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Hilf Darunia. Ja, machen wir. Natürlich. Aber erst retten wir uns den Arsch. So, Moment. Einmal eine leere Flasche, bitte. Weil die werden wir nämlich gleich brauchen. Weil, wie gesagt, ich werde mir eine neue Fee mitnehmen. Immerhin habe ich ja eine gerade verschwendet, ohne es zu wollen. Wie gesagt, das kommt davon, wenn man denkt, man steht sicher. Man geht nur mal kurz auf Toilette und wird die ganze Zeit von ekligen Fledertaschen gepiesackt. Ja, ja, Leute, diese kleinen Ratten. Ich sag's euch, die sind schlimm. So, nee, Moment, Quatsch. Das ist doch der falsche Weg, Drake. Sag mal, dein Orientierungssinn war echt mal besser gewesen. Die Betonung lag auf, er war mal besser gewesen. So, aber jetzt nichts wie raus hier. So, da vorne ist Darunia, oder beziehungsweise durch die Tür da hinten ist er ja verschwunden. Aber erstmal, wie gesagt, ich will eine Fee. Ich will erstmal eine Fee haben. So, hoch da. Extra so hinstellen, dass man... Nee, das war eine Bombe. So, damit haben wir eine weitere Fee in Sicherheit gebracht. Sehr schön. So, bevor ich die gleich versehentlich benutze. Wieder schön auf meinen Stahlhammer. So. Und die andere Fee darf mich auftanken. Sehr schön. Genau so wollte ich das. So will ich das sehen. So, Leute. Bereit für den... Oh. Bosskampf. Ja. Hoch da. So, kann das sein, dass ich was vergessen habe? Sieht mir nämlich jetzt jedenfalls gerade ganz danach aus. Okay. Obwohl, nee, da müsste ich auch so rüberkommen, oder? Komm, das muss auch so gehen. Das muss auch so gehen. Oder nicht? Na los, komm, lass dich da runterfallen. Scheiße, ich habe tatsächlich was vergessen. Ja, komm, hoch da. Ich sagte hoch, nicht runter. Was verstehst du an runter nicht? Mann, 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 Mann. Verflucht. Da müsste ich doch so rüberkommen, oder nicht? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Ey, das wär's jetzt so doch, wenn ich doch tatsächlich was vergessen habe. Das wär's jetzt ja wirklich.
Das wäre es jetzt ja wirklich, aber offensichtlich habe ich wirklich was vergessen. Ich glaube nicht, dass ich da so rüberspringen kann. Was mich eigentlich wundert, weil ich meine, das ging immer. Okay, es geht tatsächlich nicht. Das geht tatsächlich nicht. Okay, dann muss ich wohl nochmal nach oben, ob ich will oder nicht. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz schlecht, weil ich eigentlich dachte, der Dungeon ist jetzt vorbei. Aber nein. Ich habe tatsächlich was vergessen. Was sehr, sehr ärgerlich gerade für mich ist, weil das jetzt bedeutet, ich darf jetzt wieder den halben Weg zurücklatschen. Sehr zu meinem Leidwesen. Aber es nützt nichts, Leute. Es nützt nichts. Wenn ich halt was vergessen habe, dann muss ich da halt nochmal ran, ob ich will oder nicht. Zum Glück gibt es ja hier ein paar Abkürzungen. Gott sei Dank. Ja, und das war keine Abkürzung. Das war scheiße, was ich gerade gemacht habe. Ob ich es jemals lernen werde, Leute, das ist hier die Frage. Ich kann euch sagen, ich werde höchstwahrscheinlich nichts dazu lernen. Natürlich nicht. Was erwartet ihr von mir? Weg da. Tschüss. So. Ich muss tatsächlich den ganzen Rotz wieder von vorne machen. Ich glaube das nicht. Ich werd verrückt. Nicht, dass ich das nicht schon bin. Also, Leute, ich fühle mich langsam ein wenig verarscht. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. So, hoch da jetzt. Und zwar ein bisschen plötzlich. Diese kleinen Ratten. So, weg mit euch. Ich hab euch gewarnt. Ich hab euch gewarnt. So, runter damit. Dum-di-dum-di-dum. So, genau, hier kann ich nämlich auch durch. Dum-di-dum-di-dum, dum-di-dum-di-dum. Ja, Leute, das kommt davon, wenn man was vergisst. Schubidubidu. Das wirst du nicht tun, Freundchen. Ich wollte gerade sagen, wag es dir jetzt nicht, darunter zu fallen. Ja, Leute, sorry, wenn ich gerade so ein bisschen still bin. Ich weiß gerade echt nicht, was ich erzählen soll, außer euch darüber aufzuklären, wie doof euer Drake manchmal einfach... Aua, du blödes Mistvieh. Aber ich glaube, dass ich die Dummheit gerade wirklich wortwörtlich mit den Löffel gefressen habe. Könnt ihr euch selber denken, das muss ich euch nicht erzählen. Das muss ich euch... Moment, scheiße, warte mal. Bin ich nicht aus der Tür gerade gekommen? Nee, bin ich nicht. Obwohl... Moment. Ach nee, Quatsch, ich muss ja die andere Tür holen. Stimmt, ja. Aber da liegt ein Herz, das nehmen wir auch nochmal eben mit. So. Und dann liegst du rüber. Ja, ich weiß, jetzt kommt die Flammen. Ja, ja, die bösen Flammen. Du geh mir nicht auf den Zeiger. Achso, Moment. Ich muss ja eh hier hoch. Ich wollte sagen, wenigstens klettern wirst du ja wohl noch auf die Reihe kriegen, oder? Link, das solltest du ja wohl hinkriegen. Leute, ich sag ja, das Spiel verarscht mich derzeit. Ich wollte sagen, hättest du jetzt die Güte, da endlich hochzuklettern? Na, geht doch. War doch gar nicht so schwer, oder? Nein, aber das war offenbar zu schwer. Ja, komm. Oh, Leute, ich krieg mit diesem Tempel hier gleich ein zu viel. Dabei ist der nicht mal schwer. Er ist nicht schwer, das ist es ja. Es ist einfach nur Dummheit, was hier gerade passiert. So. Geht doch. Und das nächste Mal gleich so. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, Leute. Wo soll das nur enden? Wo soll das nur enden?
Sag mal, war hier jetzt nicht irgendwie ein Felsen oder so, an dem ich jetzt... Ja, genau! Gott sei Dank, ich muss nicht mal ganz hochklettern. Konnte ich sowas Wichtiges vergessen? So, rauf da, rums und runter damit. Okay, gut. Immerhin kriege ich keinen Schaden. Jedenfalls keinen direkten. So, umdrehen. Endlich ist die Säule dort, wo sie sein soll. Wie gesagt, so ein winziges, kleines Detail reicht schon, um euch alles zu versauen, ihr Lieben. Oder man heißt einfach nur Drake und stellt sich einfach dümmer an, weil er mal wieder alles vergisst und einfach nicht auf seine Umgebung richtig achtet. So kann man es natürlich auch nennen. Oh Mann, Sunny. Sunny, Sunny, Sunny. Was tue ich mir für dich nur an? Was tue ich mir nur für dich an? Aber naja, rumjaulen nützt nichts. Ich hab's versprochen und ich halte meine Versprechen, sofern das geht. Und abbrechen werde ich dieses Projekt garantiert nicht. Dafür habe ich auch irgendwo... Jetzt siehst du, dass du deinen Arsch da hochbewegst und da oben bleibst, Freundchen. Jetzt ist aber zappenduster hier. So. Ich habe bisher nämlich noch kein Projekt abgebrochen und damit werde ich jetzt auch nicht anfangen. Nur weil es gerade mal nicht so läuft, wie ich es gerne möchte. So. Geht doch. Bisschen gechillt bleiben und dann funktioniert alles. So. Jetzt endlich gehen wir zum Boss. Endlich. Mann, Mann, Mann. Das war eine Geburt, ey. Also eins ist sicher, den Tempel möchte ich so schnell nicht nochmal aufnehmen müssen. Ich wollte sagen, wer hat dir jetzt erlaubt, da runter zu plumpsen? Sieh zu, dass du da jetzt rüber gehst. So, geht doch. Oh oh. Das sieht nicht sehr gut aus hier, Leute. Und wo ist Darunia vor allem? Jetzt gibt's kein Entkommen, Leute. Kein Entkommen für uns. Oh, der ist aber hübsch. Subterraner Lava Drachoid Volvagia. Du siehst aber nicht sehr freundlich aus, aber du bist niedlich. Kann ich dich adoptieren? Ja, Leute, ich bin ein Drachenfan. Findet euch mit ab, ich will ihn als Haustier haben. Allerdings nur, wenn er nicht so viel rumzieht. Hier, friss. Ja, 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 du mich auch. So. Schaut ihn euch doch an. Der ist doch hübsch, Leute. Der ist voll hübsch. Ach, scheiße. Eigentlich wollte ich dir eins mit dem Hammer überzimmern, aber offenbar lässt du mich nicht. Muss ich wohl warten, bis er wieder ins Loch verschwunden ist. Geduld. Geduld muss man haben, sonst wird man in der Hölle gebraten. So. So, zack. Das hat, glaube ich, wehgetan. Ich mag ihn eigentlich nicht wehtun, weil das ist eigentlich voll das süße Vieh. Okay, jetzt ist er nicht mehr süß. Geh weg. Ich spiele nicht so gern mit dir. Ja, nee, ist klar. Jetzt dreht er ab, Leute. Jetzt dreht er ab. Jetzt ist er sauer! Drake hat seinen Schlaf gestört! Ich meine, gut, ich bin ja auch nicht anders drauf, wenn ich morgens einfach geweckt werde, ohne dass ich das will. Da bist du ja. Hier, guck, Hammer! Ich wollte ja schon immer mal sagen, wie Hammer ich dich eigentlich finde. So. It's Hammer Time! So majestätisch, Leute. So majestätisch kommt er mir auch gerade viel zu nah für meinen Geschmack. Geh weg. Nee, den kann ich so nicht hauen. Hui, okay, jetzt ist er richtig angepisst. Oh, oh. Moment. Von was habe ich denn bitte gerade so viel Schaden gekriegt? What the fuck? Okay. Okay, ich bin wahrscheinlich in die Lavalöcher gelaufen. Du musst raus. Da. Ups. Alter, mein Controller dreht gerade richtig durch. Alter Schwede. Gut, dass ich mir nochmal eine neue Fee geholt habe. So. Langsam habe ich aber auch genug von dir. Jetzt. Der
dreht er sich nicht mal um. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, Leute, das ist das mit dem Anvisieren, was ich meine. Ich weiß nicht warum, bei mir klappt das mit dem Anvisieren manchmal nicht so. Wie es soll. Blödes Vieh, komm raus. Wo steckst du? Er geht jetzt natürlich erstmal die Flatter machen. Natürlich! Du blödes Vieh, komm runter! Ich sagte, du sollst runterkommen, nicht deine Felsblöcke. Gut, dass ich die nicht einfach abwandern kann. Obwohl, ja gut, ich hab's nicht probiert, aber ich kann's mir vorstellen, dass das nichts bringt. Ja, wie kommst du raus? Da kommst du raus. So. Zack. Bist du noch nicht tot? Ernsthaft? Alter, wie viele Treffer braucht denn das denn bitte? Wie viele Treffer braucht das Vieh denn? Okay. Hallo? Ich stehe hier nicht auf dem Grillplan oder so. Hast du das noch nicht begriffen? Geh weg! Heiß. Heiß und fettig. Du bist ein ganz, ganz böser Drache. Weißt du das eigentlich? Ganz, ganz böser bist du. Aufs Loch gucken. Wo kommst du raus? Wo kommst du raus? Feige Sau, du! Au! Dieser Feigling! Leute, ich habe das Gefühl, dass ich hier gleich nochmal sterben werde. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es gerade im Schwert drinne. Was für ein Drache, ey. Aber gut, ich mag ihn eigentlich nicht töten, wenn ich ehrlich bin. Alter, so viele Felsen! Ja, ich werde gleich nochmal sterben. Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es vor mir. Ich brauche auf jeden Fall später dringend nochmal eine Feenquelle. Aber das werde ich, glaube ich, auch eher offscreen machen. So, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. So, nimm dies und das! Der ist ja immer noch nicht tot. Alter, wie viele Treffer braucht das Vieh bitte? Oh, oh. Das wird heiß. Und ich glaube gar nicht, wie heiß. Heiß. Das ist ein ganz, ganz... Was hat mich jetzt bitte getroffen? Oh weh, oh weh, oh weh, Leute. Das ist, glaube ich, der schlechteste Bosskampf, den ich euch jemals zeigen kann. So sollte man es also nicht machen. Merkt euch das. So, und jetzt hättest du die Güte, endlich deine Drachenschnauze rauszuholen, dass ich dir endlich einen mit dem Hammer überziehen kann? Hier wird nicht gezündelt. Maul auf! So! Na endlich! Drecksvieh! Selbst schuld! Das kommt davon, wenn man mich provoziert! Natürlich jetzt erstmal hier voll auf Drama Queen machen. Oh, seht mich an! Ich bin ein großer Feuerdrache und ich gehe in Flammen auf! Nein! Nein! Mann, ich wollte ihn doch eigentlich als Haustier adoptieren. Naja. Das war halt nix. So schade, ich dachte, ich darf den Kopf als Trophäe behalten. Aber ein Herzteil nehme ich natürlich gerne, beziehungsweise einen Herzcontainer. Her damit! Nice, nice, nice und nix wie raus hier. Hab jetzt genug von diesem Kram hier gehabt. Mehr als genug, Leute. Mehr als genug. Das sag ich euch. Und den Tempel will ich so schnell nicht wiedersehen. Ach, sieh mal an. Da hat's gerumst. Alter, geht der Controller ab, ey. Leider Gottes brauche ich die Vibration halt für die Geheimverstecke. Daher kann ich die leider nicht abstellen. Leider. In der Halle der Weisen. Jetzt gibt's doch mal ein nettes kleines Blablabla. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt.
Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen. Der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Das Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Alles klar. Keine Knuddelumarmung diesmal? Letztes Mal wolltest du mich noch knuddeln. Das hätte ich jetzt echt verdient. Ich musste mich diesen bösen, bösen Drachen stellen. Naja, man kann ja nicht alles haben im Leben, Leute. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit Salia anbandeln. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Ja, nice, Leute. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Wie könnte ich das vergessen? Die Schuld steht mir doch regelrecht auf die Stirn gemalt. Und nun sind wir wieder im Todeskrater angekommen. Ja, Leute, und genau hier an dieser Stelle werde ich den Part jetzt auch mal langsam beenden, weil wir sind schon überfällig. Und das bedeutet, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen, auch wenn ihr eher mehr zu lachen hattet als alles andere. Also, gebt mir fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit. Und wir sehen uns im nächsten Part Zelda wieder. Ciao, ciao, euer Drake.